Und wieder bringt der Prüfer ein Stichwort ins Spiel, in dem Fall das Wort Erfüllungsort. Und gerade in der mündlichen Prüfung ist es quasi so, dass der Prüfer uns einen Ball zuwirft und mit der Aufforderung, machen Sie was damit. Na, er gibt uns also jetzt das Stichwort Erfüllungsort, fragt, was ist denn der Erfüllungsort oder können Sie es mal erläutern oder wie auch immer. Also zunächst mal Begriff. Was ist der Erfüllungsort? Das ist ein juristischer Begriff. Das ist der Ort, an dem der Schuldner seine Schuld erfüllen muss. Ja, das Ganze wird also jetzt auch örtlich bestimmt. Wo soll die Sache stattfinden? Es geht also um das Wo? Fragezeichen. Ja, um das mal wieder mit den Fragepronomen zu verknüpfen. Der Ort, an dem der Schuldner seine Schuld erfüllen muss. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Wenn wir nämlich vom Kaufvertrag reden, und das tue ich jetzt hier schon eine ganze Weile, dann haben wir zwei Erfüllungsorte. Und im Prinzip, wenn das Ganze dann noch vertraglich vereinbart ist, haben wir den gesetzlichen Erfüllungsort, aber in dem Fall haben wir zwei und wir haben einen vertraglichen Erfüllungsort. Nein, da kann man also eine Menge Verwirrung reinbringen. Versuchen wir also die Sache zu klären. So, zunächst mal sagen wir, der Erfüllungsort ist nicht klar definiert. Wir sehen hier schon, es ist sinnvoll, den Erfüllungsort vertraglich zu vereinbaren. Dann haben wir zwei Erfüllungsorte. Wir haben nämlich den Geschäftssitz als einen Erfüllungsort und wir haben den Wohnort als zweiten Erfüllungsort. Nicht klar definiert bedeutet also vom Gesetz her, weil ja es zwei Schuldverhältnisse gibt, der eine schuldet das Geld, der andere schuldet die Ware, haben wir zwei Erfüllungsorte. Was die Sache kompliziert machen kann, vor allem wenn es wirklich zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, was man ja vermeiden will. Eigentlich wollen beide Parteien das vermeiden, aber manchmal kann man es nicht vermeiden. Und deswegen ist es sinnvoll, zunächst mal einen Erfüllungsort vertraglich zu vereinbaren. Also halten wir nochmal fest, es gibt einen gesetzlich ist das also festgelegt, gesetzlicher Erfüllungsort. Und das korrespondiert mit dem, was ich hier geschrieben habe. Wenn der Erfüllungsort nicht klar definiert ist, haben wir zwei Erfüllungsorte, dann fallen wir nämlich zum gesetzliche Erfüllungsorte fallen wir auf die gesetzliche Regelung zurück. Also der gesetzliche Erfüllungsort ist einmal für die Ware, ist es der Firmensitz und für die Bezahlung ist es der Wohnsitz des Käufers. Ja, hier unterstellt Kaufvertrag. Ne? Firmensitz, der Verkäufer verkauft Ware und der Käufer muss sie bezahlen. Hier also die Firma verkauft an die Privatperson Ware, ist hier quasi unterstellt. So, deswegen sinnvoll zu vereinbaren einen vertraglichen Erfüllungsort. Vertraglicher Erfüllungsort. Ort. Sie wissen vielleicht im Schuldrecht, wo wir uns hier befinden, ne, Paragraph 433 folgende, besonderer Teil des Schuldrechts, gibt es die Möglichkeit, Dinge frei zu vereinbaren. Und die gesetzlichen Regelungen haben nur so eine Art Auffangwirkung, falls es eben nicht gesetzlich geregelt ist. Wir haben also die Freiheit hier, den Erfüllungsort im Vertrag festzulegen. Genau das bedeutet das. Erfüllungsort wird im Vertrag
festgelegt. Und schon sind wir aus diesem Problem, das ich hier beschrieben habe und hier nochmal beschrieben habe, sind wir raus. So, der Prüfer lässt nicht locker, er fragt weiter. Und zwar, er fragt nun, ja, was hat denn der Erfüllungsort für eine Funktion? Und wenn man natürlich Bescheid weiß und so eine Frage kommt, dann kann man hier richtig auftrumpfen, denn der Erfüllungsort hat nicht eine Funktion, sondern gleich drei. Erstens, Gefahrenübergang. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Wann geht die Gefahr über vom Verkäufer auf den Käufer? Denn die Ware kann ja auf dem Transportwege, kann ja verloren gehen, kann beschädigt werden, was immer. Na, da kann einiges passieren und die Gefahr geht über am Erfüllungsort. Dann zweitens, es ist der Gerichtsstand und drittens, der Erfüllungsort hat Bedeutung für die Versandkosten. Ja, wenn der Erfüllungsort am Firmensitz ist, dann gibt es eben keinen Versand, sondern dann holt der Käufer sich die Ware ab. Das gibt es gar nicht so selten. Ja, aber wenn der Erfüllungsort am Wohnsitz des Käufers ist, dann kommt es wahrscheinlich zur Versendung der Ware und dann muss man über Versandkosten reden. Also, am Erfüllungsort geht die Gefahrenübergang vom Verkäufer auf den Käufer. So, und welche Gefahren könnte der Prüfer hier noch fragen? Ich habe es ganz kurz gesagt, die Ware könnte verloren gehen, die Ware könnte gestohlen werden, die Ware könnte beschädigt werden. Die Ware könnte vernichtet werden. Auch das kann passieren. Ja, dann brennt so ein LKW ab und die Ware ist futsch. Ne? Der Gefahrenübergang ist also am Erfüllungsort und das sind hier die Gefahren. So, und wenn wir einen Verbrauchsgüterkauf haben, das muss man vielleicht auch noch wissen, dann erfolgt der Gefahrenübergang tatsächlich erst, wenn die Ware an den Verbraucher übergegangen ist. Das will ich nur kurz mündlich erläutern, um das hier jetzt nicht zu sprengen, dieses Schema. Ja, da gibt es also eine unterschiedliche Regelung. Wenn Sie was im Versandhandel bestellen, bei einem großen Versanddienstleister beispielsweise, und Sie sind ein Verbrauchsgüterkauf, ja, also der Endkunde ist ein Endverbraucher, dann geht die Gefahr erst über tatsächlich, wenn er die Ware bekommen hat. Ja, unter Kaufleuten ist das etwas anders. Aber das wollen wir jetzt hier nicht noch erläutern. Das will ich nur kurz mündlich erläutern. So, dann der Erfüllungsort bestimmt auch den Gerichtsstand. Ja, wir haben gesehen, gesetzlich, wir haben zwei Schuldverhältnisse und dann haben wir auch zwei Gerichtsstände. Das macht die Sache kompliziert. Ja, deswegen wird vertraglich vereinbart ein bestimmter Gerichtsstand. Also hier ist empfehlenswert, einen vertraglichen Erfüllungsort zu vereinbaren. Vertraglicher Erfüllungsort und damit auch vertraglicher Gerichtsstand. Ich schreibe mal direkt Gerichtsstand. Vertraglicher Gerichtsstand empfehlenswert. Vertraglicher Gerichtsstand ist hier empfehlenswert, damit es nicht hier zu Problemen kommt, ne, wie hier und hier klar beschrieben. So. Das sind so die wesentlichen Dinge. Und der Erfüllungsort bestimmt auch die Versandkosten. Ja, und da haben wir schon gesagt, auch hier vertragliche Vereinbarung oder vertragliche Abweichung, ich schreibe mal Vereinbarung, empfehlenswert. Ja. Hintergrund, ich sage es nochmal, ist der Tatbestand, dass man im Schuldrecht das, was das Gesetz dort regelt, vertraglich anders regeln kann. Im Sachenrecht geht das nicht.
Ja, im Sachenrecht können Sie nicht sagen, wir übertragen die Immobilie anders, als das Gesetz es vorsieht, weil wir die Notarkosten sparen wollen. Das geht nicht. Aber im Schuldrecht geht das. Da kann man die Bestimmungen anders vertraglich regeln und dann gilt der Vertrag. Auch das ist wichtig zu wissen. Ja, wir sind hier beim Kaufvertrag, auch das will ich noch festhalten. Das ist sozusagen die Prämisse, dass es hier um einen Kaufvertrag geht. Und damit ist die Rechtsgrundlage immer wichtig und auch immer punkteträchtig, wenn man weiß, zumindest wir sind im BGB und wir sind in den Paragraphen 433 folgende. Und das ist der besondere Teil des Schuldrechts. So, haben wir das hier auch noch aufgeführt. Das soll genügen zu diesem Stichwort Erfüllungsort, diesem Ball, den uns der Prüfer zuwirft, nach dem Motto, machen Sie was draus. Das sind die Dinge, die man hier draus machen kann. Da kann man mindestens 5 Minuten drüber reden. Ja, und zwar sinnvoll und punktebringend. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.